Hallo Freunde, willkommen zurück zu Metal Gear Solid. Wir sind in Afrika, wir sind für den Krieg gerüstet. Wir haben den Auftrag, einen LKW hier rauszuholen. Da kommt der Konvoi, da haben wir den LKW. Und das ist nicht gut. Ja, ist es. Ich wünsche mir gerade, es wäre nicht. Okay, ich habe hier drüben den ersten. Die erste Attrappe. Die versuchen, die schlafenden Leute wach zu hupen. Die sehen vom LKW aus oder vom Panzer aus halt nicht, dass die nicht schlafen. Wir bleiben möglichst lange getarnt oder verborgen. Nein, was? Ach du Scheiße. Das sind neue. Fies. Mission info. And these bastards are pulling guard duty. Oh. Habe ich den LKW gesprengt? Boss, what were you thinking? Target destroyed. Mission failed. Ups. Extract the PF transport truck. Throw a wrench in the Cypher's plans. You can view the escort unit's predicted route on your map. The target should link up with them somewhere along it. Okay, das probieren wir nochmal. Das kann ich besser. Erstmal Blumen pflücken zur Beruhigung. Da wollte ich ja euch auch noch zeigen, wie wertvoll die Dinger sind. Na, eins nach dem anderen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal die Sache an hier mit Konvoi stoppen. Jetzt, da wir wissen, was es da geht. Eieiei. Okay, gelernte Lektion. Wir sprengen den LKW nicht. Ich hatte jetzt nur noch Augen für die Skulls und, naja, da ist so ein Unterlaufgranatwerfer toll. Wie auch immer. So, wir fangen an hier. Ein bisschen weiter. Nur für den Fall, dass wir es brauchen können. Viel Munition habe ich bei dem Gewehr jetzt nicht mehr dabei. Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Analysis complete. Der ist gut. Analysis complete. Der ist eigentlich auch gut. Analysis complete. Naja. Analysis complete. Naja. So, wir schleichen uns noch ein bisschen näher ran. Dann habe ich es ein bisschen leichter mit dem Arm. Hoffe ich zumindest. Halt, Boden. Halt, diese Waffe. Das wäre erledigt. Okay, das war sogar ein bisschen effizienter als beim letzten Mal. Glaube ich. Wobei, die Helme von den Typen sind gar nicht so schlecht. Ich dachte eigentlich, 2-3 Schuss reicht. Der erste macht den Helm kaputt, der zweite den Kopf und einer als Reserve. Aber...
Haben mehr ausgehalten als erwartet. Wir liegen jetzt noch ein bisschen weiter weg von der Kreuzung hier. Wir werden vielleicht nicht unbedingt entdeckt. Ach du Schande, ich weiß, dass die kaputt gehen, wenn die auf sind, aber ich dachte, ja, super. Na, fantastisch. Okay, diesmal ein bisschen weiter hinten. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, etwas später an den LKW ran. Und wenn es geht, eins der Kampffahrzeuge da noch evakuieren. Wenn die in den Kampf eingreifen, wird es nämlich hässlich. Ich bin mir nicht sicher, ob die das tun. Denn wenn die Parasit-Unit, also die Skulls, aktiv werden, dann gibt es dafür gewöhnlich so eine Art Zombies. Die normalen Soldaten machen dann. Sie machen immer noch was, aber sie kämpfen nicht normal weiter. Ich weiß aber nicht, ob Fahrzeuge davon betroffen werden und wie das mit denen aussieht. So, da vorne haben wir das. Das heißt, wenn ich mich hier verstecke, komme ich von hinten an den Konvoi ran und kann vielleicht ein Fahrzeug evakuieren. Damit wäre das Ziel dann erreicht. Jetzt geht es natürlich nur noch darum, wann die auftauchen. Sollten ja eigentlich von der dicken Staubwolke begleitet werden. Ah, da sind wir unterwegs. Okay. Interessant. Die Markierungen werden also beibehalten. Ah, die hätte ich mir auch denken können, weil hier noch alles markiert war. Das ist das hintere Fahrzeug, das ist der LKW. Das vordere sehe ich jetzt nicht, weil ich das nicht markiert hatte, glaube ich. Oder die haben die Reihenfolge geändert. Soweit, so gut. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier ein bisschen Stein oder Schildkröte, je nachdem. Dicken Panzer auf dem Rücken. Lassen die vorbeifahren. Zünden die erste Attrappe. Es wäre allerdings möglich, dass ich zu nah an der Straße bin. Dass ich die Sache mit dem LKW dann sofort auslöse. Das wäre blöd. Okay, die anderen liegen weit genug weg von der Kreuzung. Wie gehofft. Enemy presence detected. The map has been updated. Oh, mies. Die lassen sogar meinen Bus stehen. Das war dann mal ein richtig toller Fail. Na, jetzt kann ich alles klappen. Oh Mann. Da das Ding jetzt offen ist, kann ich es auch nicht mehr einsammeln. Fantastisch. Wir schauen mal, dass wir da hinkommen. Das kann ich mir direkt abschmatzen. Da oben komme ich nicht hoch. Steilwand klettern kann ein Geländewagen nicht. Immerhin, der Geländewagen ist in der Theorie schneller, vorausgesetzt. Extraction arrived at Motherbase. Enemy presence detected. The map has been updated. Okay, die haben angehalten, das ist schon mal was wert. Dann schleichen wir uns mal an das hintere Fahrzeug ran. Den würde ich, glaube ich, ganz gerne mitnehmen. Ganz schlechte Richtung. Oh
wollte gerade sagen, das kannst du mir nicht antun. Enemy presence detected. Der auf dem Turm guckt in die andere Richtung, das ist gut. Zum Glück fällt das riesige schwarze Schild im grünen Gras nicht auf. Oh, kann das Schild nicht leise klappern? Oh. Da kann man wirklich nicht nah rangehen, das ist schlimm. Gut, Jungs, zweite Runde. Das wird fantastisch. Ich freue mich tierisch. Im ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie Stein. Es könnte aber auch so eine Art Metall sein. Mission Uber has been updated. These bastards are pulling guard duty. That proves the cargo is headed to Cypher. So, ihr seht schon, die Wachen hier sind jetzt alle in so einer Art Zombie-Modus. Die agieren nicht mehr wirklich normal. Auch die Skulls sind erstmal ein bisschen komisch drauf, bis die einen dann tatsächlich bemerken. Beziehungsweise bis dann halt richtig Alarm ist. So, wir benutzen jetzt mal den künstlichen Reflexmodus, um möglichst den LKW zu evakuieren. Ich habe leider jetzt keine Anzeige davon, wie lange der hält, aber... Mission soweit geschafft. Meine Herren, halten die was aus. Quiet ist dabei und schießt. Oh Mann, so viel dazu. Der hat seine Rüstung aktiv. Da komme ich nicht gegen. Oh, bin ich froh, dass ich das Schild dabei habe. So, wie läuft das? So sieht's aus. Nö, das könnt ihr vergessen.
Wie? Keine Munition mehr. Okay, da muss ich mir was überlegen. Das sind zu viele Treffer, die ich jetzt schon eingesteckt habe. Wenn die alle vor mir sind, geht das mit dem Schild. Aber jetzt, da die Sekundärwaffe keine Munition mehr hat, muss ich hier weg. Kaum noch eine andere Wahl. Quiet könnte mal wieder ein bisschen helfen, glaube ich. Das wäre nicht schlecht. Oh, ich könnte im Außenposten gucken. Da liegt oft Munition. Denn wenn ich ehrlich bin, würde ich die schon ganz gerne niedermachen, die Jungs. Komm schon, Quiet. Feuer! Was treibst du da? Okay, hier liegt keine Munition. Im Zelt vielleicht. Hauptwaffe. Toll, danke. Das habe ich gebraucht. Nö, hier auch nichts. Geht. Quiet, es wäre wirklich toll, wenn du ein bisschen mehr schießen könntest. Ja, die Munition hatte ich irgendwie nicht gedacht. Sekundärwaffen kann ich auch nicht aufheben. Die Wachen lassen immer nur Primärwaffen liegen. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich jetzt das Schild wegnehme, falle ich demnächst um. Hier habe ich Attrappen keine mehr dabei. C4 ist zu langsam für die Jungs. Na, richtig viel Life haben die nicht mehr. Da, aufpassen. Miep. So, jetzt bin ich total auf Quiet angewiesen. Ich bin munitionsmäßig ein bisschen ausgebrannt, die aber scheinbar auch. Nur können die zaubern. Ich auch nicht. Okay. Geschafft ist geschafft. Buja. Wir haben die Skulls erledigt. Eine Einheit zumindest. Wuff. Junge, Junge. Okay, das war nicht schön, aber selten. Nochmal mache ich das nicht. Schlimm ist das. Gut. Dann können wir uns diesmal etwas entspannter mit dem Ding hier treffen. Ja, Quiet hat auf jeden Fall eine dicke Umarmung oder ein Bier verdient, was sie lieber möchte. Ohne sie hätten wir da viel früher flüchten müssen und hätten nicht an Sieg denken können. Das nächste Mal mit sowas Waffen mit etwas mehr Munition mitnehmen.
Naja, aber wir wissen, mit dem Schild und der dicken Rüstung, wir halten eine Menge aus. Sag mal, das ist eine total beschissene Position für einen Hügel. Wer baut denn sowas? Das müsste eine vierspurige Autobahn sein, wenn ich hier lang will. Ah. Oh, hoffentlich rammt der Hubschrauber jetzt nicht das Auto. Scheint sicher zu sein. Na, immerhin. Wir haben die Skulls erledigt. Ich bin mal auf die Nachbesprechung gespannt. Auf alle Fälle sollten wir mal duschen demnächst. Ja, in dem Kampf hätte die nichts machen können für uns. Das Pferd wäre auch nutzlos gewesen. Die Walker wäre unter Umständen richtig nützlich gewesen. Aber ich weiß nicht, der kann eben auch zerstört werden. Wenn der von so einem riesigen Stein getroffen wird, ist er wahrscheinlich futsch. Ich denke, Quiet war die beste Möglichkeit für uns hier, mit denen fertig zu werden. Aber ich dachte mir, nach dem ersten Einsatz mit Quiet sollte ich sie vielleicht nochmal zeigen, um ihr ein bisschen gerechter zu werden. Weil beim ersten Mal hat sie effektiv gar nichts gemacht. Karawane. Na, fantastisch. Ja, wir haben welche mit einem Nebel, die einfach schnell sind und sich blockieren. Hey, Codename Fox, Rang S. Super Sache das. Auf Anhieb S-Rang in der Mission, obwohl wir einmal wiederholt haben. Da bist du baff. Boss, we searched the truck you recovered. There were two primary types of cargo. Stimmt, das ging ja um den LKW. Drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite is invaluable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. Ja, mach Sachen. The contents, yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear warhead. Give us some time. We'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. Wunderbar. Und neue Kassetten. Da habe ich demnächst mal wieder was zum Aufnehmen. Ja, Gefahr durch Strahlung. Kerngesund, strahlend glücklich. Und neue Befehle für Quiet. Ganz klar, für so eine schwierige Mission gibt es dann natürlich auch eine Menge Freundschaftspunkte bei Quiet. Da bin ich mir fast sicher, wir können die erste schallgedämpfte Waffe basteln. Einige neue Mitarbeiter. Das sind alles Freiwillige soweit. Neuer Transportspezialist, falls wir den alten aus Versehen mal aussortieren. Im Großen und Ganzen. Oh, da schmuggelt sich sogar einer mit C rein. Wie stellt er sich das denn vor, bitte? So wird es nix. Die einzelnen Abteilungen sind inzwischen so stark, dass ich glaube, die schwächsten Mitarbeiter haben vielleicht noch einen C-Rang, aber so ziemlich alle haben mindestens B, die in den Abteilungen sind. So viele Mitarbeiter haben wir da inzwischen und auch schon sehr viele A+, A++-Ränge. Ich meine, ich hätte sogar schon einen mit einem S-Rang rausgeholt, aber den kann ich auf Motherbase nicht finden. Ich glaube, den habe ich nicht gut geschrieben bekommen, was ziemlich gemein ist. Side ops list updated. Boss, this is an emergency. We had two Intel team agents undercover at the PF, Contract Forces of Africa. The CFA have captured them both. They don't have long to live. You've got to get them out of there ASAP. This means Cypher might be getting wind of our existence. We may need to move more cautiously from now on. I just hope this incident has nothing to do with them. I've added the details to your mission list. Don't let him down, boss. Hab ich nicht vor, es sind unsere Leute und die holen wir da raus. Ja, soviel zu unserem Supergeheimdienst. Die lassen sich direkt schnappen. Aber ich glaube, erstmal geht zurück zur Mother Base, duschen, erfrischen und dann in den neuen Einsatz. Man kann ja nie wissen. Alles klar. Das wäre es dann aber für heute auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant mit den Skulls. Diesmal kämpfend untergegangen und nicht direkt davon gerannt. Naja, Quiet sei Dank ging die Sache nochmal gut. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, dann macht's gut, haltet ihr euch stark. Ciao, Freunde.